Wenn ich Mittel mache, dann muss ich neu starten, ne? Ja, nee. Na gut. Nächstes Mal starte ich dann in... Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. In einer anderen Kraft. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Thornburg nach über 2 Wintern möge ich am Ende mettrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink! Du würdest selbst Thor beschämen. Ja, kommt mir auch so vor, Sarah. Naja. Ich hätte sanfter mit dir umgehen sollen. Du machst es allen einem Wettbewerb. Vergib mir, am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Oh, nice. Wie wunderschön, sieht harmlos aus. Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfertigen? Weniger eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, nice. Leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, ey. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Der Willi. Euer Clan, hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehenden nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben können. Ich freue mich drauf. Okay, ein kleiner Grafikfehler. Also nur ein ganz kleiner. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Was hat er hinten noch? Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend.
Gut. Ja, Neustarten it is. Ich mach mal kurz einfach so einen Chat-Mode. Dann speichere ich mal ganz kurz. Und dann. So, gut. Gut. Neustart. Wir sind gleich fertig. So, beziehungsweise, also wir sind gleich fertig. Also ich würde nicht mehr ganz so lange machen. Ist schon viel nach 9. Wann haben wir angefangen? 7 erst, ne? Ja. Ja. Mal schauen. Also ich würde das Gebiet hier noch fertig machen und dann, bevor es halt zum neuen Gebiet, also je nachdem, wie groß das Gebiet noch ist. So. So, Add-ons werden gesucht. Rückkehr des Prinzen. Ja, ist schon definitiv flüssiger jetzt. Also mal schauen, wie es im Game ist. Ja, sehr viel schöner. Übe mit der versteckten Klinge. Drücke F, solange du unentdeckt bist. Ja, der hat ja keine Augen, der sieht mich ja nicht. Naja. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Manche Ziele sind zäher als andere. Ein guter Versuch. Greif dieses von der Kante aus an. Von der Kante aus, da oben? Entschuldigung. Das war eine zu viel. Sehr gut. Alter, wie laut das ist. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Okay, okay. Luftattentate. Ja, ganz genau so. Und jetzt wahrscheinlich hier nutze, rein. Wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Haufen an. Oh, sehr schön, das haben sie wieder gemacht. Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Ist natürlich auch total interessant. Da oben steht eine Attrappe. Achso, das ist der Bogending. Der Schießstand. Ist auch super interessant, dass sie das einbauen, weil die Wikinger waren halt wirklich im fernen Osten. Also die haben Handel mit fernöstlichen Provinzen und Ländern gemacht. So dass sie sogar Seide oder ferne Gewürze gekauft haben und so. Also schon richtig heftig. Darf ich mit dir reden? Oh, hallo. Ja, darf ich? Nee, so.
Wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, dein Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Katze. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Das ist definitiv nicht vom König. Wir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Nein, du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Erstmal schauen wir mal, wo die Kamera ist, und dann schauen wir mal Fähigkeiten. Nahkampfschaden ist natürlich auch cool. Schleichangriff, hier erstmal den Bogenschaden. Und dann machen wir mal Schleichangriff. Schleichangriffe sollten so viel töten wie nur möglich. Gut. Böses Erwachen. Ich kann Attentate machen. Nie allein. Ich muss die anderen finden. So. Dann hole ich mal meinen Raben. Sieh mal nach, Sünen. Sünen? Ich glaube, das Gebiet, das so leuchtet, ist. Also. Könnte sein. Dass es das Gebiet ist. Da nur einer? Sieht so aus. Na gut. Wo der? Da. Das ist jetzt natürlich auch sehr praktisch für unseren Bruder. Weil wenn die uns angreifen, Proviant ist hier voll. Wenn die uns angreifen, haben wir natürlich, da hat er natürlich. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei. Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kjötvi von den Landschaften berichten oder in den Kopf von Sieg. Genau, also das gibt uns natürlich ein noch besseres Argument, jetzt sofort loszuschlagen. Pfeifen. Okay. Gut, Sturbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen, hörst du? Jammer nicht wie ein Kind. Mögen besoffen sein, aber nicht taub. Nee, ich hab nur gepfiffen. Dass die da nicht schreien, ich würde mich halt mega erschrecken.
Und Sigurd muss davon erfahren. Wie vulgär. Okay, sag mir, was du siehst und wie viele Schiffe, Krieger, Vorräte. Vermerke auch Besuche von Jarls und anderen wichtigen Leuten. Bringe in Erfahrung, was du herausfinden kannst und erstatte mir sogleich Bericht. Du hast noch nie geschrien, als du dich erschrocken hast. Du atmest nur etwas lauter und schneller ein. Ich habe mich nur noch nie wirklich erschrocken. Was? Ich bin noch... egal. Schön hier. Ah. Suche und finde Sigurd. Wahrscheinlich ist er unten am... am Teich. Krass. In your face. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Jötvi stärker. Ich spreche als dein König, Sigurd, nicht als dein Vater. Höre meine Warnung oder geh. Du wirst niemandes König mehr sein, wenn du nicht bald handelst. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. 3 Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitern wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Du, nice. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Pass auf, er ist einen Schritt näher gekommen. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Ich bin tatsächlich eher auf Seiten des Vaters, wenn ich ehrlich bin. Abfahrt. Badum. Schumi, ist dir ist klar, wenn einer der beiden Assassinen stirbt, boykottiere ich das Game. Ja, ist mir klar. Krieger, Rengir, als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen, doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Juhu. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar.
Ja, aber ich kann es auch wieder verstehen. Und so eine Reise um die Welt ist natürlich auch heute noch richtig, richtig. Weh, du stirbst. Nee, ich passe schon auf ihn auf. Selbst wenn es geskriptet ist, werde ich es nicht zulassen. Oh. Stimmt etwas an. Ruhig, gleich bereit. Ja, okay. Ehrlich gesagt, er ist so, also der Bogen ist, finde ich, nicht so geil, weil der viel zu krass reinzoomt. Oh, oh. Ja, schon, gell? Das ist aber nicht so gut. Au. Ja, der stand die ganze Zeit da und hat nichts gemacht. Was? Also so Fernkampf, okay. Also ganz weit entfernt ist das. Das ist quasi gerade wie ein Sniper. Das ist auch irgendwie cool. Wir sollten sie vernichten. Alter. Au, au, au. Ich habe gar keinen Pfeil mehr. Doch, habe ich. Ich kann nichts sehen. Heilen. Was sind die? Ja, ich habe keine Munition mehr. Okay. Alles klar. Wo kommst du denn her? Ah, verdammt, das sind... Ah, doch. Okay, gut. Gibt's hier noch irgendwelche? Alter, schock nicht. Sehr schön, sehr schön. Hinterfall liegt in Trümmern. Lasst Blut und Asche eine Warnung sein. Gute Arbeit. Da kommen Schiffe! Wo spawnen die hinter den Felsen? Ist ja lustig. Sigurd, der ist da drüben, okay.
das etwa Greyjoy? die kämpfen nicht wirklich. Oder warten die auf uns? Die warten auf uns. Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gurdorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Er war ja da. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Wir haben dasselbe Ziel. Wir brauchen deine Männer nicht. Was hast du davon? Ich frage mal, was er davon hat. Warum setzt du deine Leute für uns aufs Spiel, König? Was gewinnst du dabei? Dieser Krieg zwischen Kjötvis Clan und dem euren brodelt schon lange an meiner Südgrenze. Ich will, dass er aufhört. Solange Kjötvi lebt, wird es keinen Frieden geben. Doch dein Vater und ich sind uns in vielem einig. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Ach, ist es jetzt schon soweit? Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Ja, der Krieg, also der eine Krieg vielleicht, aber... Also es ist halt Ubisoft. So ein netter, so ein netter König ist da selten. Weil er es sich wert ist. Er hat auf jeden Fall die perfekte Frisur dafür, ja.